Since the dawn of eternity, four lights of hope have shone upon the world. Men flock to these lights, around which they build four peristylia. Each peristylium becomes their faith and society, the path upon which they are set. The vermilion bird, wings of fire to lift the heart. The white tiger, steely arms by which to seize knowledge. The azure dragon, unclouded eyes that see all beneath the sky. The black tortoise, a rigid shield and a well-guarded blade. But when nine and nine meet nine, Tempus Phoenix shall be willed upon them. For without the Argito, their world, called Oriens, must persist in its spiral. In this time of absolute darkness, we must unite to bring forth the light of hope. The time has come, yes. This is the dawn of a new age! And so the Milites Empire, home to the White Peristylium, invaded the neighboring dominion of Rubrum. As soon as the declaration of war was made, the Milites main fleet swarmed into all corners of Rubrum. At the same time, a separate fleet was charged with a sneak attack on the Vermilion Peristylium. A lessee accompanied this task force. Using a lessee to invade a sovereign state was a direct violation of the Pax Codex, a treaty created by all four crystal states of Oriens. The besieged Peristylium attempted to repel Milites' Magitech armors with powerful magic. Not even the mighty warships could withstand the awesome power of the summoned Eidolons. It seemed that the Milites' offensive would fail. However, the lessee Kunmi led a special unit past Rubrum's defenses and activated a new weapon, the Crystal Jammer, neutralizing the power of the Vermilion Bird Crystal. Severed from the source of their magical powers, the Rubrum forces were quickly overwhelmed and overrun. Imperial Marshal Sid Olstein demanded of Chancellor Kalia Cheval VI, the leader of Rubrum, that he surrender and transfer the Vermilion Bird Crystal to Milites' control. Your crystal cannot protect you. Resistance is no longer an option. You have 6 hours. You must comply with our demands, or face the full might of our forces. In which case, I promise you, the roads of Rubrum will run red with the blood of her people. May the crystal guide them to salvation. Thank you.
When 9 and 9 meet 9, the depths of reason shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Final Fantasy Type-0. Howdy. Ja, gut, man sieht ja, dass es ein bisschen anderes Final Fantasy ist als die anderen. Und ja, machen wir ein neues Spiel, und zwar mal auf Normal. Aber wir können es ja jetzt halt ändern, während des Spiels. For them, the path was not chosen. They chose their path. Yes. Not knowing the fear of death. Having never learned the fear of confronting it. Kapitel 1. 3 Stunden, die die Welt veränderten. Is everyone all right? Have you seen a guy with a red cape? No, I haven't. You? No. Visual! Kill them! No. Teacher. Teacher. Damn.
this. I'm here. I'm right here. Isana. It's too late. I know that. I know I could count on you. Chichiri. Let's rest. I always thought that your name was weird. I'm telling you, Makina must have pulled that one out of a hat. What do you think, girl? Is this the end? Makina. Stay strong. Rem. I would have liked to see you again. JJ. I'm glad that you're here with me. No. I don't want to die.
So, und da geht's Spiel nun endlich los. So, alle Kampfmitglieder wurden mit einer Phönixkette ausgerüstet. Dieses Accessoire gewährt den Status Schutzengel, eine positive Zustandsveränderung. Ja, wissen wir, was passiert. Tutorial lassen wir noch eingeblendet und... Class Zero. Ja. Respond. Class Zero here. Good. The comm arrived safely. Praise be unto the warrior who lost his name. I am Kurosame. I'll be your CO. Your objective. Locate the Empire's crystal jammer. Then neutralize it to restore the crystal. Understood. May the crystal guide you. The boat? Ja, gut, wir müssen also einen Kristallmanipulator finden. So, da oben läuft also ein Text ab, den ich nicht bestimmen kann, ob ich jetzt überspringen möchte oder nicht. So, ja, toll. Gut. Dann geht's mal los. So, jetzt müssen wir nur die Steuerung fahren. Couldn't I use magic? Help me, please! So, kämpfen mit viel Waffe ziehen. Dein Charakter leidet mehr Schaden, wenn er angegriffen wird, ohne dass er seine Waffe gezogen hat. Ach ja, toll, gut. So, dann schmeißen wir mal unsere Karten auf ihn drauf. Bis er umfällt. So. Animai sammeln. Mit der 1 kannst du die Gegner anvisieren, um ihnen mit 4 die Anime zu entziehen. Alles klar. Beim Sammeln von Anime wird die geringe Menge an MP geheilt. Ein Körper, dem die Anima entzogen wird, detoniert zudem, was umständlich Feinden großen Schaden zufügen kann. Ja gut, dann... ja. So, das Gegner geplatzt und wir haben 8 MP regeneriert. So. Energiewelle. Energiewelle lassen sich durch das Erfüllen bestimmter Bedingungen niederreißen. Dies kann beispielsweise durch das Besiegen eines Anführers oder das Sammeln von Animae. Ja. Geschehen. So, anvisieren, bewegen, gefallenen Gegnern anwählen, bewegen. Ja, gut. TP-Regenerierung. TTP erzeugt, das regeneriert sich allmählich, wenn er still steht. Tipp, bei nicht gezogener Waffe regenerieren sich die TP schneller. Waffen lassen sich mit L1 wegstecken. Ah ja. Weiche Angriffen des Gegners mit Kreis aus. Ah ja. So. Stirb! So, 300, das ist Rubrum. Ah ja. Kleine Trophäe, sehr schön. So, Charakterwechsel mit, kannst du während des Kampfes den gesteuerten Spielcharakter wechseln. Der Wechsel verbraucht jedoch geringe Mengen deines AB, dem Aktionsbalken, der über deinen Kommandos angezeigt wird. Ah ja. Kritikalität und Verhängnis. Greif einen anvisierten Feind mit gelbem Symbol über den Kopf an, um ihm kritischen Schaden zuzufügen. Kritikalität, ah ja. Ein Gegner mit einem roten Symbol kann mit einem Schlag vernichtet werden. Verhängnis. Schön. Stirb! So, was machst du echt du da? So, dann wechseln wir nochmal aus. So, jetzt haben wir 9 hier. So, was haben wir noch? Queen, aha. Einmal ein Schwertkämpfer, einmal ein Lanzenkämpfer und einmal einer, der mit Karten kämpft. So, bleiben erstmal bei Ace. So, der Anführer einer gegnerischen Gruppe ist mit einem besonderen Symbol markiert. Besiege ihn, um den Kampf sofort für dich zu entscheiden. So, wo ist er denn? Bestimmt der da? Hauptfeldwebel, das sieht doch schon mal gut aus. Stirb! Ich sagte, stirb! So, besiegt! So, Kapitulation. Alle übrigen Soldaten ergeben sich, sobald ihr Anführer besiegt wurde. Interagiere mit ihnen per X, um sie nach Gegenständen zu durchsuchen. So, bleib stehen. So. Eine Föderation erhalten. Föderation. Alter.
Oh, der Hauptverwebel ist leider verschwunden. Jetzt konnten wir ihn nicht mehr aufsaugen und platzen lassen. Schade. So, was können wir hier? Karten ziehen? Aha. Hui! Regenerationsportale! Wow, das hört gar nicht mehr auf mit den Tipps. Erreichst du Regenerationsportale, werden deine TP und MP vollständig geheilt. Auch dein AB, also Aktionsbalken über deinen Kommandos, wird dadurch vollständig aufgefüllt. Tipp, der AB lehrt sich doch den Einsatz bestimmter Fertigkeiten und füllt sich normalerweise nur, indem du Feinden Schaden zufügst. Ja, gut, jetzt sind wir wieder voll. Angriffsmagie, Cut. Drücke die entsprechende Taste, um eine Angriffsmagie wie Eis, Bomb, Blitz, Flit oder Feuergriff auszulösen. Ja. Je nach Magie kann die Wirkung verstärkt werden, indem du die Taste vorher länger gedrückt hältst. Der Einsatz von Magie verbraucht MP. Ja, das wissen wir. Jetzt müssen wir nur herausfinden, was Bomb, Wittel und Griff heißt. Dann wäre es gar nicht mal so schlecht. So, Eis, Bomb. Eis, Bomb. Toll. Einmal im Kampf sammeln. Alter, ich werde angegriffen. Im Kampf kannst du mit dem Zielausweis schnell auf gefallene Gegner wechseln, indem du R beim Anvisieren nach oben neigst. Aha. Danach kannst du ihnen mit 4 die ihre... Boah, der hat Anime jetzt hier, meine Güte. Ja, mit der Kristall mich leiten. Schön, ich habe ihn da nicht verstanden. Weil ich gerade von Gegnern niedergemetzelt werde. Fertigkeiten. Im Laufe des Spiels lassen sich verschiedene Fertigkeiten freischalten. Ihr Einsatz lehrt deinen AP-Aktionsbalken. Der Balken fühlt sich... Ja, gut, das wissen wir schon. Kupo, halt die Fresse. So, oder Kupo, fahr bitte im Aufzug bis zur obersten Etage. Lass mich doch mal auslesen. Meine Güte. Voll hektisch. Ah, guck mal, da ist ein Gegner. Spüle die Macht der Karten und so, ne? Oh, er ist tot. Und ist er geplatzt. Ah, eine Zwischensequenz. Toll. Ja, cool, da kommt irgendein Vieh, ich mach ne... Wieso bin ich jetzt tot? Hey, Schutzengel! Yeah! Wah! Unbekanntes Objekt greift mich an. Eine riesige schwarze Wolke. Was will das wohl sein? Toll, bin wieder tot. Alter. Ich glaube, ich weiß, warum wir eine Schutzengelkette tragen. Das Ding nimmt keinen Schaden. Ach, Herrgott. Ein Schlag, du fällst tot um. Das ist einfach super. Da muss ich ausweichen. Gott. So, TP-Ladung. Es ist weg. What was that? Okay. Gut, keine Ahnung, was es war. Eine riesige schwarze Wolke, mit die Feuerbälle auf uns schießt, die uns mit einem Schlag hält. Bestimmt ein nettes Wesen. So, oh, da blinkt was im Gras. Eine Erkennungsmarke erhalten, Sammelherz, eine Trophäe. Toll, da bist du mit Trophäen zugeschissen in den ersten 5 Minuten. So, was gibt's hier noch? Oh, wir haben keine TP mehr. Toll. Oder, nee, AB. Das sind Aktionsbalkenpunkte, meine Güte. So, gibt's hier sonst irgendwo irgendwas Auffälliges? Außer diesem extrem unauffällig blau leuchtendes Portal-Ding, das uns wieder heilt. Schalter und wichtige Objekte. Wichtige Objekte sind mit einem Pfeil markiert. Nähere dich ihnen und drücke X, um eine Handlung auszuführen. Wo ist da ein Pfeil? Gut. Es ist zwar jetzt nicht direkt ein Pfeil, sondern einfach so ein Punkt auf der Karte, aber egal. Eine Erkennungsmarke. Yay! Yeah. So, dann gehen wir... Ach, man muss direkt davor stehen, dass der Pfeil aufploppt. Ja, auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mal in den Aufzug da rein. Tazuki-Brücke. Ah. We've spotted the enemy unit. Preparing to engage. Get in position. Oh, da kommen wir schon die nächsten Feinde. Hallöchen. Queen here. What is it?
Just testing the lines. Keep the lines clear of your nonsense. Nonsense? What about you? The operation is proceeding as planned. Same here. Sync, what's your status? Okay. Everything's buttery smooth over here. Eight? I'm just watching. Well, sounds like we're on schedule. Order Kupo, vernichtet die Feinde. Ja, hört sich schon mal nicht schlecht an. So. Krepp hier da oben. Yeah, nein, hat Stufe 8 erreicht, obwohl er gar nicht da ist. Ach doch, nee, doch, da hinten steht er. So, und da platzen die Gegner wieder. Da. Wie, was, wo? Ach, da steht noch einer. Wie hat Vita benutzt? Schön. So, den saugen wir auch noch aus. Geplatzt. Noch irgendwo ein Gegner? Da ist noch einer. Das war wohl ein Verhängnistreffer. So, Feinde sind alle weg. The counterattack took the Empire by surprise. And the battle seemed to favor the Dominion. Then, 3 hours into the operation, many of the Dominion's airship squadrons had not yet fully achieved their objectives. A lack of experience combined with Imperial counterattacks was jeopardizing the operation. To make matters worse, without access to their most powerful weapon, magic, Rubrum's ground forces suffered severe casualties and were unable to reach their objective, Academia. Class Zero, do you read me? This is Intel. We've located part of the jamming device that's affecting Rubrum. It's inside the Militesi flagship in the airship docking bay. Head there immediately. Einer der Manipulatoren befindet sich auf dem Flaggschiff Kupo. Ja. Begibt euch zum Landeplatz und beginnt mit der Infiltration. Was liegt denn da vorne tot rum? Halbtot, sagen wir es mal so. Ah, da liegt eine Leiche. Schade. So. Reliktterminals. Am Reliktterminals kannst du deinen Spielstand speichern sowie die Zusammenstellung, Ausrüstung und Statuswerte deiner Kampfmitglieder überprüfen. Ja. Blue Terminal. Kampfmitglieder. Ace, Nine, Queen. Schöne Aufstellung, ja. Ausrüstung. Ach, lass mal so. Es passt, glaube ich, so. Zack, einmal speichern. Systemdaten werden gespeichert. Neuer Spielstand. Bitte warten. Im Einsatz. Bestätigen. Also, ist es schon gespeichert. Ach ja. Gut. So, du siehst aus wie ein Bahamut. Schätze ich jetzt mal. Ja, so halbwegs. So, glitzert hier noch irgendwas am Boden? Da glitzert noch was. Eine weitere Erkennungsmarke. Für was auch immer die gut sind. Keine Ahnung. So. Hui. Ja gut, dann lassen wir den da mal sterben. Wir müssen so zum Aufzug rein. Auf Luftschiff-Docks. Da sind wir richtig. Blocken und Defensivmagie. Bleib stehen und halte Kreisklick, um das der Taste zugehörten Defensivkommando auszuführen. Abwehrstellung. Hat dein Charakter Blocken ausgerüstet, halte Kreis gedrückt, um Angriffe abzuwehren. Dabei leert sich der Aktionsbug. Defensivmagie. Hat dein Charakter Defensivmagie, wie Wall oder Vita, ausgerüstet. Wieso ist Vita Defensivmagie? Zum Schützen bringt es gar nichts und zum Heilen. Drücke Kreis lange und lass die Taste dann los, um sie auszulösen. Hierbei werden MP verbraucht. Class Zero, it's me. See that switch in front of you? I think you know this already. But you're free to suppress any resistance. What? The device is still operational? Impossible! They're using magic right in front of us! Gut, der ist tot. Der ist auch tot. Und Platz.
Stirb! So, da hinten steht so eine riesige Kampfmaschine rum, die uns total ignoriert. Können wir eigentlich springen? Ah, nee, sieht nicht so aus. Stirb! Ich hab keine MP mehr. Bäh. So. Ein weiterer Todestreffer. Und mit dem ebenfalls. Alter, wie die einfach alle platzen, wenn du es mir anschaust. So. Dann machen wir mal dieses Tunnel. Ja. Ach, da können wir jetzt rübergehen. Okay. So, warum treffe ich den nicht? Ja, okay. Ich hoffe mal, die kritische Trefferrate bleibt so im Spiel, da fällt ja alles um. Leutnant Ernest, das ist eine riesige Maschine. Ach, das war das Kleinvieh, Alter. Hey, Queen ist Level 9. Ah, toll, ich bin tot. Schutzengel activated. Pling, da stehe ich wieder. Ach, geh halt weg. Deine Bomben. So, kurz stopp. Verfehlt. Toll. So. Yeah, level up. Alter. Gut, wenn man eine Maschine aussaugt, dann macht's Boom. Genauso wie jeden Menschen, komischerweise. Egal, gehen wir. Militärisches Flaggschiff. Okay. Da müssen wir anscheinend hin. Ach, Kubo, ja, ortet und zerstört den Kristallmanipulator. Ah. Oh. So schön. Hier alles. What? Hm? Was? There they are! They can't. Don't let them advance any further! Take them down! Geh halt weg. Alter, ich... Nee! Hör auf, mich in die Ecke zu drängen, du Stück. Ich will das Anima aufsaugen. Ach, verdammt. Ah, toll, jetzt sind sie verschwunden. Supi! So, den hat's auch kritisch getroffen. Stirb, Barrikade! Ich verprügel dich mit meinen Karten. So. Alter, wie alles platzt und ich kritisch treffe. Was geht da? Naja, ich finde das nicht schlecht. So, da gibt's wieder Heilung. Pling. Und da geht's zum Hauptdeck. The signal is coming from just beyond there. Take it out. So, alles klar. So, der ist besiegt. Ach, weißt du was? Eisbomb! Eisbomb! Kaputt! Und platzen! Was? Wie? Wo? Ist da noch jemand? Ach, da oben! Hallo! Die Granate muss jetzt unbedingt noch sein, oder? So, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, bis dahin war es jetzt erstmal mit der ersten Folge. In der nächsten Folge geht es dann, ja, hier weiter, um diesen Kristallmanipulator zu finden. Ja, dann mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Those red cloaks. Who are you people? We will be Oriens' most powerful force. Make your choice. Will you choose reason or the power of kings? I will become Agito. The gears start to turn. One. By one. By one. Countrymen, take up your arms and open the path to a new order. May the crystal guide them to salvation. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived.